Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Gestern Abend wurden offiziell die zwei Boxsets von Bloodhound und Lifeline vorgestellt. Wann die rauskommen, was da alles drin ist und wie teuer die sind, nach dem Intro. Ich starte als erstes mit dem Bloodhound Package und ich erzähle euch zum Schluss dann, wann das Ganze rauskommt und wie teuer die ganze Geschichte ist. Wir haben als allererstes den Intimidator Skin. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das genauso seht wie ich, dass das wahrscheinlich bis dato dann der geilste Skin für alle Legenden überhaupt ist, finde ich jedenfalls. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Skins so findet. Dann haben wir den Bote des Zorns Prowler Skin, der scheinbar auch sehr, sehr cool sein wird. Wir haben 1000 Apex Coins, auch hier drüben in dem Lifeline Package drin. Wir haben ein teuflisches Gefühl Abzeichen. Das ist das hier hinten im Hintergrund. Und wir haben eine Plakette, die sich Folterer nennt. Kommen wir direkt zum Lifeline Package. Dieser Skin nennt sich der Schutzengel. Sieht wirklich cool aus. Dann haben wir einen Flatline Skin, den ich mega, mega geil finde. Das wird wahrscheinlich einer meiner Favoriten werden, gehe ich mal von aus. Der nennt sich Wähler der Gefallenen. Wir haben auch hier im Hintergrund geflügelter Wächterabzeichen. Und wir haben eine Plakette, die sich Engelsstreich nennt. Was natürlich auffällt und mich ein bisschen enttäuscht, es wurde ja groß damit beworben, bevor überhaupt offiziell rauskam, dass die Boxsets rauskommen, dass das Ganze physischer Natur ist. Also ihr könnt das quasi beim Händler eurer Wahl kaufen. Das ist wirklich so eine kleine Box. Da scheint aber wirklich nur ein Download-Code drin zu sein. Das ist das, was mich jetzt ein bisschen stört, muss ich ehrlich sagen, denn es ist wirklich alles digital. Ich hätte gedacht, da ist vielleicht mal ein T-Shirt oder irgendetwas drin. Ab 18. Oktober für 19,99 Euro beim Händler eurer Wahl wird geschrieben, ist es erhältlich. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch bei Amazon vielleicht erhältlich ist. Bei GameStop soll es wohl auch erhältlich sein. Aber ich finde es ein bisschen enttäuschend, wenn man irgendwas ins Regal stellt, was du dann nachher aufmachst und da im Endeffekt wirklich nur ein Download-Code drin ist. Zumindest macht das den Eindruck. Es wird ja jetzt hier offiziell von EA beworben. Also wird da nichts anderes als ein Download-Code drin sein. Und einfach nur so eine Pappbox in der Hand zu halten, wo ein Bloodhound oder eine Lifeline abgebildet ist, das finde ich ein bisschen schwach. Vielleicht ist ja überraschenderweise doch noch irgendwas drin, was man auch in der Hand halten kann, außer ein kleiner Zettel mit einem Download-Code. Wir werden es sehen. Lasst mich in den Kommentaren gerne mal wissen, was ihr von dem Boxset haltet. Legt ihr euch die zu? Also, ich bin mir sicher, dass ich mir wahrscheinlich beide holen werde, auch wenn ich gar nicht so viel Geld investieren möchte, aber ich finde den Flatline-Skin ultra geil und der Bloodhound-Skin ist natürlich auch der absolute Hammer. Habt ihr Lust auf mehr Apex Legends News, seid ihr bei mir wie immer genau richtig, also lasst gerne ein Abo für mich auf meinem Kanal da und einen Daumen für dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.